Ich war letztens auf TikTok unterwegs und da habe ich das hier gesehen. Das ist, glaube ich, eine der unnötigsten und gleichzeitig coolsten Sachen, die ich seit langem gesehen habe. Und deswegen will ich das auch können. Okay, let's go. Ich habe mir das Video hier jetzt noch ein paar Mal angeguckt und es sieht so aus, als würden sie den Zahnstocher wirklich einfach auf den Nagel legen und dann wegschnipsen. Irgendwas machen sie mit den Fingern. Ich weiß nicht, ob das was damit zu tun hat, dass die so da dran sind. Und diese Handbewegung, die macht, glaube ich, nichts. Also ich gehe davon aus, man legt den da drauf und dann funktioniert das irgendwie. Brauchen wir nur noch Zahnstocher und eine Zielscheibe. Versuchen wir es erstmal von nicht zu weit weg. Versuch Nummer 1. Wir packen uns das hier auf die Fingerspitzen und dann schauen wir, was passiert. Au. Okay, vielleicht ist das nicht das richtige Ziel. Ich versuche es erstmal ein paar Mal und dann schauen wir weiter. Die Zielscheibe, die ich für meine Erstversuche ausgewählt habe, ist so eine Art Pappe oder dünnes Holz, das ist die Rückseite von einem Bilderrahmen. Damit schien es aber nicht so richtig funktionieren zu wollen. Selbst wenn ich das Gefühl hatte, meine Schüsse sind sehr gut, ist nicht ein einziger auch nur annähernd stecken geblieben. Okay, das war jetzt auch nicht so von Erfolg gekrönt und das geht auch ganz schön auf die Finger, muss ich sagen. Ich habe jetzt noch mal eine andere Zielscheibe, vielleicht bleibt es da drin stecken. So ein bisschen so ein Schlachtfeld habe ich ja auch schon angerichtet. Oh mein Gott. Zweiter Versuch. Also. Steckt aber nicht so ganz tief drin. Okay, ich glaube, das geht noch besser. Mit dem Styropor ging das Ganze gleich viel leichter. Zwar sind auch hier anfangs mehr Zahnstocher abgeprallt als stecken geblieben, aber mit der Zeit wurde es immer besser. Ihr könnt sehen, wie viele Treffer ich inzwischen gelandet habe. Wir zeigen, wie der Hase läuft. Oh mein Gatling Gun, Junge! Okay, zwischen den Treffern, die ihr jetzt gesehen habt, lagen sehr, sehr viel mehr, die nicht getroffen haben tatsächlich. Ich weiß nicht, ob das am Abstand liegt oder an meiner Technik. Ich glaube nicht, dass man da viel anders machen kann, außer die einfach halt zu schnipsen. Was ich gemerkt habe, ist, wenn man die mehr hier oben hinlegt, dann scheint es besser zu funktionieren. Was ich aber auch gemerkt habe, die Zahnstocher machen in der Luft ein sehr interessantes Geräusch. So ein Pfrrr. Ich weiß nicht, ob man das auf der Kamera hört. Wenn ja, dann habt ihr es hier nochmal. Aber gut, ich glaube, da muss ich erst nochmal ein bisschen üben. Den immer schlimmer werdenden Fingerschmerzen zum Trotz habe ich einfach weiter versucht, an meiner Technik zu arbeiten. Ich habe hin und her probiert, den Zahnstocher anders zu positionieren und verschiedene Abstände zur Zielscheibe versucht. Ich glaube, meine Hand braucht erstmal eine Pause. Und der Fußboden auch. Da sind sie wieder. Ich glaube, ich werde hier noch tagelang Zahnstocher finden. So, neuer Tag, neues Glück. Ich habe noch mal ein bisschen recherchiert und meine Technik scheint generell richtig zu sein. Die Frage ist jetzt, kann man das überhaupt konsistent hinbekommen? Ich probiere erst noch mal ein bisschen weiter. Ich habe auch extra gestern einen Zahnstocher stecken lassen als Motivation. Da ich ja weiß, dass Treffen generell möglich ist, habe ich hier versucht, mich mehr aufs Zielen zu konzentrieren. Aber eine Routine hat sich da irgendwie nicht eingestellt. Das Problem ist, dass die Finger auch sehr schnell müde werden und dann werden die Schüsse eher schlechter als besser. Und nach vielen, vielen Versuchen war ich mir auch nicht mehr sicher, ob es wirklich noch besser werden wird. Ich will ehrlich zu euch sein. Ich könnte mich jetzt hinstellen und sagen, ja, ich habe gelernt, wie man den Zahnstocher schießt. Gibt's keine Beweise! Gibt's keine Beweise! Aber ich glaube nicht, dass man das wirklich konsistent hinkriegen kann und schon gar nicht auf größere Entfernungen als so 30 bis 50 Zentimeter. Aber warum ist das so? Wenn ihr den Zahnstocher schießt, muss er eine Vierteldrehung machen und danach mit genug Kraft im Ziel stecken bleiben. Das bedeutet aber auch, dass er nach dieser Drehung sich nicht mehr weiterdrehen darf und da habt ihr im Prinzip gar keine Kontrolle drüber. Der Unterschied zu einem normalen Pfeil, den ihr zum Beispiel mit einem Bogen verschießen würdet, ist zum einen, dass die Spitze sehr viel schwerer ist als der Rest vom Pfeil. Das heißt, wenn der Pfeil fliegt, dann folgt der Pfeil einfach der Richtung, die ihr der Spitze vorgegeben habt. Außerdem hat der Pfeil hinten natürlich auch noch diese Finnen, die dafür sorgen, dass der Pfeil im Flug nicht die Spur verliert und einfach gerade bleibt. Und natürlich habt ihr diese Vierteldrehung nicht, weil ein Pfeil schießt ihr ja gerade aufs Ziel. Wenn ihr trotzdem Zahnstocher schießen wollt, dann erkläre ich euch jetzt einmal, was meine Erkenntnisse sind und wie ihr damit die besten Chancen habt. Ihr nehmt einen Zahnstocher und legt ihn euch knapp unter dem Fingernagel auf den Mittelfinger. Hierbei sollte der Zahnstocher auch leichtmittig versetzt sein. Wenn er mit der Spitze ungefähr bündig mit dem Ende eures Ringfingers ist, sollte das passen. Dann legt ihr den Daumen auf Mittelfinger und Zahnstocher, sodass der Nagel vom Mittelfinger ungefähr im Gelenk des Daumens ist. Als Zielscheibe empfehle ich euch irgendwas sehr Leichtes und Weiches, wie zum Beispiel Styropor. Dann stellt ihr euch so hin, dass euer ausgestreckter Arm ca. 30 bis 50 cm vom Ziel entfernt ist. Ein bisschen Druck aufbauen und den Mittelfinger nach vorne schnellen lassen. Wenn ihr alle Schritte richtig befolgt habt, sollte es ungefähr so aussehen.
Kennt ihr noch mehr coole Fähigkeiten oder Tricks, die ich lernen sollte? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Ansonsten abonniert hier meinen Kanal oder guckt euch ein anderes Video von mir an. Danke fürs Zuschauen. Ciao, ciao.